Ich habe jetzt ein kleines gemütliches Feuer angemacht. Der Christbaum ist hell erleuchtet. Und ich muss ein bisschen leiser reden, weil es ist die letzte Woche vor Weihnachten. Ich war dauerhaft die letzten 4-5 Wochen krank. Ich war eine Woche gesund, der Woche habe ich meine Bänder überdehnt. Aber jetzt bin ich einigermaßen gesund. Gestern war mein letzter Tag Mandelentzündung, Antibiotikum. Weil es war eine bakterielle, bevor ich gesagt habe, ich komme hier bei Mandelentzündung. Hallo alle Hobbyärzte, ÄrztInnen. Ich habe das abklären lassen. Also das Mindeste, was ich als nächstes kriege, ist auf jeden Fall ein Pilz. Vaginalpilz, weil mein alles geschwächt ist. Die Scheidenflora, Darmflora, alle Floras. Hey, darum soll es heute aber nicht gehen. Also, du magst kaum glauben. Aber ich wollte eigentlich über Weihnachten reden, weil es gibt natürlich einen Plan für Weihnachten, was Essen angeht, was die verschiedenen Diners, verschiedenen Gänge auch angeht. Und das wollte ich alles mal mit euch teilen. Vielleicht braucht ihr noch Inspiration, was ihr kochen könnt oder wollt. Oh, es knistert herrlich im Hintergrund. Oh, ist auch schön. Die Wärme, ich spüre es, Leute. Und dadurch, dass ich jetzt eben gesagt habe, ich möchte nicht mehr vor Weihnachten krank werden. Und um dieses Risiko zu minimieren, geht unsere Tochter jetzt nicht in die Kita diese Woche, weil wir uns das auch so einplanen können und weil es bei uns ganz gut machbar ist. Und dann, ja, dann machen wir das jetzt so. Heute ist Montag, ich habe schon geweint, weil halt einfach mit Kind zu Hause zu arbeiten, ist einfach impossible. Es ist so schwierig, gerade wenn ich auch Videos drehen will. Ich wollte eigentlich heute so um 9 oder 10 anfangen, es ist jetzt 12. Und ich komme endlich dazu, weil sie jetzt gleich ihren Mittagsschlaf macht. Aber ne, würde ich meinem Kind zeigen, meine Kinder, Clarisse, die guckt nur. Dann wäre es natürlich einfacher, könnte ich direkt hier Content, aber so muss ich das ja schon ein bisschen voneinander trennen und deswegen ist es dann nicht so einfach. Aber das Gute ist auch, das meiste an Arbeit habe ich für dieses Jahr tatsächlich geschafft. Ich werde jetzt dann ab dem 23. bis, glaube ich, zum Anfang Januar irgendwann, zumindest was Kooperationen angeht, eine Pause machen, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram, und Videos kommen wahrscheinlich ganz neu. Normal tatsächlich 2 die Woche weiter. Ich weiß nicht, ob ich es im Januar auch so weiterführe oder vielleicht auf ein Video die Woche runtergehe. Das muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, weil die letzten Wochen waren wirklich sehr herausfordernd und sehr anstrengend, gerade mit den Krankheiten auch. Bevor mir jetzt jemand kommt mit, ja, ist ja klar, im Januar verdient ihr YouTuber auch weniger. Ist ja klar, dass du dann keine Videos hochlädst. Letztes Jahr war es bei mir so, dass tatsächlich der CPM, RPM nicht runtergegangen ist und ich im Januar, wenn ich genauso viele Videos gemacht hätte, genauso viel was wie im Dezember verdienen hätte können. Also es ist dieser krasse Unterschied. Habe ich letztes Jahr nicht gesehen, was sehr überraschend war. Auch erfreulich, bin ganz ehrlich. Aber es ist irgendwie ganz interessant. Ich habe das Gefühl, im Sommer war das zum Beispiel viel, viel krasser, dass da eben die ganzen WerbekundInnen, also nicht so viele davon, bereit waren, Geld für YouTube auszugeben. Weil die Leute sind halt auch draußen und jetzt sind die Leute drin und die lieben ein kleines YouTube-Get-Ready. Das lieben die Leute. Ich werde mich in diesem Vlog nicht nur schminken. Nur. Ich werde mich in dem Vlog nicht ausschließlich schminken. Natürlich ist das an sich eine Kunst in itself. Nichts hält bei meinen Augenbrauen. Das ist wirklich unnormal. Ich müsste die eigentlich auch ein bisschen kürzer schneiden. Aber dadurch, dass die eh runterfallen, vielleicht fallen die auch runter, weil die so lang sind. Naja, auf jeden Fall wollte ich auch noch ein bisschen zeigen, was ich hier im Haus noch für Projekte mir vorgenommen habe für die Woche. Weil ich denke, die Woche, wo man Care-Arbeit von zu Hause übernehmen muss, ist auch die perfekte Woche, um sich noch zusätzliche Aufgaben aufzuhalten. Das wäre sonst auch echt langweilig. Nehme ich überhaupt auf? Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt in meinem Leben? Was verbrannt. Wie schussel ich? Also ja, ich habe heute mal was Neues mit den Augenbrauen ausprobiert. Ich habe das bei Daria gesehen in der Story, dass sie diese Brow-Soap empfiehlt. Die hat aber auch sehr andere Augenbrauen als ich. Also ich habe ja gar keine, leider. Und das ist immer schwierig, finde ich, wenn man Empfehlungen von Menschen nimmt, die einen ganz anderen Ausgangspunkt haben. Weil das da, dass die Produkte gleich funktionieren, ist natürlich schwierig. Aber auf jeden Fall sind die irgendwie betoniert. Aber ich weiß nicht, ob an der richtigen Stelle. Ich habe auch echt kein Geduld für sowas. Bei Augenbrauen braucht man immer so viel Geduld. Wer hat die? Das hält doch tatsächlich überraschend gut. Zu gut. Lassen wir es mal so. Vielleicht muss ich zuerst malen und danach.
Oh, ich muss Pinsel waschen auf meine To-Do-Liste noch on top setzen. Die Pinsel, die haben alle Krankheiten mitgemacht. So lange habe ich die nicht gewaschen. Also wir feiern auf jeden Fall Weihnachten bei uns zu Hause, weil es ist das erste Weihnachten im Eigenheim. Das ist natürlich schon sehr besonders. Und ich freue mich auch und deswegen habe ich mich auch entschieden, einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Das ist jetzt ein künstlicher Weihnachtsbaum. Ich wollte halt auch was richtig Cooles, wenn schon denn schon. Weil wir halt sehr hohe Wände haben, Decken. Das verstehe ich irgendwie immer nicht. Sind jetzt die Decken hoch oder sind die Wände hoch? Ich würde sagen die Wände, aber man sagt ja Deckenhöhe. Ich finde beides geht. Da muss ja auch dann was hermacht. Den echten habe ich nicht gesehen, wie der hierher kommt und wie der lang genug gut aussieht. Und Habe ich nicht gesehen. Oh, ich denke, erst das machen müssen, gell? Naja. Und da kommt nur meine Mama noch her und wir sind quasi nur ganz, ganz kleinen Kreise am 24. und am 26. haben wir dann nochmal mehr Familie hier. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, weil wir so viele Leute sind, dass wir nicht eigentlich an unseren Esstisch passen. Und es ist auch kein Esstisch, den man rausziehen kann. Wir überlegen, ob wir einen Schreibtisch aus dem Büro dann kurzfristig holen und vielleicht die Couch hier an die Seite stellen. Nicht zu nah ans heiße Feuer, obviously. Aber dann hier so eine lange Tafel auf. Bauen, weil Stühle, glaube ich, haben wir auch noch im Büro, die kann man auch gut zusammenklappen oder aufeinander stapeln. Ich glaube fast, dass es darauf hinauslaufen wird, weil sonst sehe ich nicht, wie wir da alle hinpassen sollen. Das ist halt irgendwie blöd, dass unsere Sitz vielleicht so klein ist, aber für einmal im Jahr richte ich ja mein Leben nicht so aus, dass dann immer 16 Leute am Tisch sitzen können. Da muss man dann halt für das eine Mal ein bisschen improvisieren. So, sieht das noch was aus? Hallo. Aber lasst uns doch mal über das Essen reden. Über die wichtigen Dinge. So, ich habe gerade überlegt, was wir denn jetzt nochmal kochen. Und ich bin gerade verwirrt. Ich muss mir das jetzt einmal aufschreiben. Ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben. Deswegen schauen wir mal. Also 24.12. Vorspeise macht meine Mama eine Linsensuppe. Da muss ich ihr noch ein Rezept für schicken. Klar, das ist wieder meine Aufgabe. Aber ja, da werde ich gleich mal was gucken und verlinke euch das dann gerne, was es da wird. Hauptgang. Da wollte ich so eine vegane Hähnchenkeule machen. Habe ich noch nie vorher gemacht, aber sah lecker aus. Und wahrscheinlich, ich finde, da passt halt Kartoffelbrei am besten dazu. Nee, aber Kartoffelbrei wollen wir auch machen wir Klöße. Ich würde jetzt sagen, wir machen Kartoffelbrei am 24. und am 26. Klöße. Aber das muss ich nochmal mit allen absprechen, ob da alle fein mit sind. Und eine Bratensoße. Ich würde da am 24. schon so viel Bratensoße vormachen, dass wir die am 26. nochmal einfach erwärmen bzw. auftauen bzw. weiß nicht, ob man die einfrieren muss für 2 Tage. Wahrscheinlich nicht. Dessert, das Wichtigste natürlich. Was gibt's als Dessert? Also ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Lust, irgendwas Großartiges an Dessert zu backen oder so vorzubereiten. Ich würde gerne irgendwie auch Eis. Eis mit Sahne und Streusel, um es fancy zu machen. So, und dann der 26.12.2020. Da gibt's als Vorspeise. Ah, da wollten wir so Bits and Bobs machen. Ich wollte auf jeden Fall, ich habe früher, das hieß, warte, ich habe da schon was rausgesucht. Hey, da habe ich natürlich an dem Handy, wo ich aufnehme. Also das waren auf jeden Fall so Thunfisch in einer ausgehöhlten Gurke drin. So ein Thunfisch-Mayo-Paste. Ich glaube, es ist American oder so. Aber ich fand es mega geil. Und dieser vegane Thunfisch von Garden Gourmet ist ja so krank. Nah am Original. Und mit dem, glaube ich, werde ich das mal nachprobieren. Der ist jetzt einfach mal Stuffed Cucumber, Gesamt International. Dann haben wir noch so einen geilen Artischocken-Dip. Den gibt's. Dann eben Brot dazu. Und ich glaube, das reicht schon. Vielleicht machen wir noch irgendwie eine Kräuterbutter oder sowas. Gut, Hauptgang. Warum sage ich Hauptgang und Vorspeise, weil man nicht Vorgang sagt? Naja, gut. Hauptspeise. Da gibt es. Hier aus dem da, zum einen, das wollten wir eigentlich immer auch nochmal Probe kochen. Also ein Teil davon haben wir Probe gekocht, kann ich euch hier auch mal zeigen. Wir haben die Bratensoße getestet und diesen Rotkohl. Und der war krank lecker. Das ist Ölsalzessig. Und das ist das Rezept, was der Hammer ist. Ihr könntet, wenn ihr jetzt so crazy drauf seid, es unbedingt wissen wollt, ich weiß, dass das nicht mehr vor Weihnachten, wenn ihr es bestellt, bei euch ankommen wird, könnt ihr natürlich einen Screenshot machen und vielleicht euch das Rezept durchlesen. Aber seid so gut, wenn ihr wirklich aus
so Rezept-Kochbüchern euch was inspirieren lasst, dann könntet ihr euch auch überlegen, diese Leute, die das gemacht haben, zu unterstützen und vielleicht diese Ausgabe zu bestellen oder dann die nächste Ausgabe. Ich weiß, über Weihnachten ist das Budget manchmal auch knapp. Deswegen, ja, dieser halb ganz gekochte Rotkohl ist wirklich krass lecker und ist halt so ein bisschen, ich würde sagen, ist fancy Rotkohl. Das nenne ich auch so. Fancy Rotkohl. Dann aus demselben Buch machen wir dann eben noch so einen Walnussstrudel. Pilzwalnussstrudel. Den haben wir noch nicht getestet. Ist die Frage, ob wir noch dazu kommen. Ich sage nein. Und Kartoffelklöße. Und Bratensauce, natürlich. Die wird literweise gesoffen über die Feiertage. Ich habe auch einmal Soße mit A-U-C-E und einmal mit O-S-E geschrieben. Hey, ich bin anders als die anderen. Ich bin verrückt. Ich schreibe einmal Soße so und einmal so. Ach so, Nachspeise. Natürlich ganz wichtig. Das habe ich noch nicht zu Ende recherchiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Vanilleeis geben wird. Aber hey, diesmal gibt es was dazu und ich möchte sowas Warmes. Fudgy ist wahrscheinlich so ein Brownie. Brownie? Da muss ich auch noch in die Recherche gehen und online ein Rezept raussuchen. Das ist so dieses heiß-kalt. Das liebe ich. Weil man noch eine Chili-Flocke drauf, weil ich so crazy bin. Mache ich nicht. Hasse ich. Aber ja, vielleicht ist das ja eine kleine Inspiration für euch. Ich verlinke euch alles, was ich so finden kann, unten in der Infobox. Und ich recherchiere jetzt noch die Linsensuppe und den Brownie. So, nur kurz zu diesem Weihnachtsbaum. Er ist 72 bis 3 Meter hoch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Er ist künstlich. Das heißt, er riecht nicht. Er riecht aber auch nicht nach Plastik. Hey, das ist schon mal gut. Ich wollte ihn eigentlich komplett mit grünen Kugeln dekorieren. Die waren dann aber überall ausverkauft. Bis auf die hässlichen und die ganz kleinen. Deswegen ist es jetzt beige mit Accents. Funny sind die. Ein Croissant, Weihnachtsbaum. Can you believe it? We don't have a jacuzzi? Ah, Kanye West zitieren. Kommt auch. Kann man auch nicht mehr bringen, ne? Schade. Naja, ein letztes Mal. Das Schweinchen, das hat hier ein gebrochenes Beinchen. Aber we have a lot in common. Klar, eine kleine Kirsche. Und ja, ich habe ein 2,5-jähriges Kind und es hat bis jetzt eine Kugel nur kaputt gemacht. Und mir sind schon so oft beim Aufhängen, ich bin immer, wenn sie Kugeln aufhängen, bin ich so, bitte aufpassen, nicht aufpassen. Mir ist wirklich nur einmal eine runtergefallen. Mir sind schon, als ich diese kleinen, davon sind mir 4 Stück runtergefallen. Ich hatte einfach nur Glück, dass keine kaputt gegangen ist. Aber da war ich auch so. Also, mit gutem Beispiel gehst du so nicht voran. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich will dieses Tannending-Nadeln am Boden mit dem Staubsauger, mach ich nicht mehr. Mach ich nicht. Könnt ihr machen? Ich hab keine Zeit. Warte, ich mach nochmal hier, dass ihr sehen könnt nach oben. Guck mal, sogar mit Sternen. Und runter. Und hoch. Und Seite und Feuer. Kuckuck. So, dieser Raum ist aber eigentlich, der hat übrigens einen Bewegungsmelder. Guck mal, wie praktisch. Dann geht's an. Ein richtig schönes Licht für einen Hauswirtschaftsraum, finde ich. Ist viel zu schön eigentlich. Das wollte ich eigentlich heute zusammen mit meiner Mama machen. Aber dadurch, dass es so glatt heute ist, haben wir entschieden, dass sie jetzt lieber nicht herfährt. Und ich könnte es auch alleine machen, aber ich traue mich nicht. Ich brauche meine Mutter zur seelischen Unterstützung. Weil das ist wirklich, das ist schon wild hier. Wirklich eine wilde Sache. Auch so mit den ganzen Medikamenten und... Doch mal, also es ist... Ich brauche einfach sie an meiner Seite dafür, okay? Vor allem, weil es keine Kita gibt. Dann erst recht. Was ich aber auch schon überlegt habe, ist, ob ich nicht mir heute Abend, wenn das Kind schläft, könnte man ja teamworkmäßig das zusammen angehen und machen. Aber noch bin ich da gedanklich nicht, weil ich abends echt einfach nur froh bin, auf der Couch zu sitzen. Ich gucke gerade The Mole auf Netflix und ich bin richtig hooked. Es ist eine Sendung, wo ich nicht dachte, dass ich sie gut finden würde, aber ich finde es richtig gut. Und ich dachte auch, ne, ihr kennt mich, ich bin immer so jemand, ich habe echt eine gute Intuition, eine gute Menschenkenntnis, deswegen habe ich direkt in den ersten 30 Sekunden natürlich auf eine Person getippt, die The Mole ist und die ist direkt als zweites raus. Geflogen. Also ist es, meine Menschenkenntnis ist schwierig gerade anscheinend. Ich bin ein bisschen sehr enttäuscht von mir, dass ich so schlecht abgeschnitten habe, aber man kann auch nicht alles können. Ich kann schon sehr viel, aber das kann ich anscheinend nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Serienempfehlung. Coffee Break und ich weiß genau, was ich tun muss und habe hier nicht eine Souffleuse, ein Souffleur, ein Soufflé am Ohr. Besser ein Soufflé am Ohr als ein Soufflé im Mund. Nee, andersrum. Also, nehme ich jetzt die 70-30 Blend? Was bedeutet das überhaupt? Wie geht's überhaupt auf? Sesam, öffne dich. Ach so, ja. Oh. Jetzt wie viel Gramm? 19, 30, 18. 18 Kaffeebohnen oder 18 Gramm? Wie mache ich dann dieses Vakuum? Drehen, ne? Mache ich zu, stelle es unten hin.
Gut. Ja, ich glaube, den Rest schaffe ich. Muss ich jetzt bei der Kaffeemaschine auf 1 einmal hoch und es läuft durch? Ja. Warum macht er jetzt keinen Gack, Gack, Gack Sound? Wenn ich den Steamer doch anmache, dann macht er doch eigentlich so Gack, Gack, Gack. Ist nicht vorgeheizt gewesen. Kann ich es auch sein lassen. Es wird nicht schmecken. Spaß. Wird ganz toll. Ich hoffe, dass es klappt. Sieht auch gut aus. Dann müsste der jetzt nicht mehr auffüllen. Ja, passt. Passt. 34. Ja, der ist auch später erst losgelaufen. Warte mal, die Crema. So, jetzt mache ich nur noch die Milch. So, warte, damit die Leute auch sehen, meine Latteart. Nee, ich habe überhaupt gar keinen guten Schaum gemacht. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Ist krass lecker. Latteart mache ich noch. Ich muss mir ja auch Neujahrsvorsätze überlegen. So, let's talk about Tischdeko. Es wird nicht sonderlich viel passieren. Ich sage, wie es ist. Ich habe überlegt, ob es eine Tischdecke geben wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nicht die Tischdeckenperson. Ich bin aber Stoffservietten-Person jetzt seit neuestem. Das sind die gewaschen, das sind die ungewaschenen. Muss ich jetzt die gewaschenen bügeln? Ich habe gerade mein Bügeleisen aussortiert. Bügelbrett, das andere. Aber es ist ein schöner Look, Leute. Ich muss es noch perfektionieren. Ich habe natürlich sowas. Zackala, zackala. Schön, oder? Die habe ich bei Westwing bestellt, so wie die Sachen auch. Ich habe natürlich auch noch Untersetzer für die Leute mit ihren dreckigen Gläsern. Dass sie die bitte da draufstellen, um meinen perfekten Holztisch, der überhaupt nicht mitgenommen aussieht, weil wir ein zweieinhalbjähriges Kind haben. Wenn da ein Fleck drauf kommt, sage ich, das waren die. Hoffe, ihr seid gut versichert. Merry Christmas. Und dann noch, ja, also, ich bin erwachsen. Untersetzer in beige. Damit die nicht mit ihren dreckigen Fingern, ne? Und Tellern, ja. Und sonst werde ich, glaube ich, so ein bisschen was hiervon vielleicht dann so abschneiden und dann mit so einem natürlichen Band kleine Sträuße draus machen, die dann hinlegen, ein bisschen Kerzenschein, damit die Kinder auch was haben, woran sie sich verbrennen können. Das ist dann schon Christmassy enough for me. Aber ich muss meine Mama noch die Linsensuppe schicken. So. Apropos ausgemisteten Bügelbrett. Es war tatsächlich ein Familienprojekt. Ich kann das nur empfehlen, einfach mal versuchen, Kinder in so Hausarbeiten mit einzubeziehen. Das funktioniert nicht immer. Aber ab einem gewissen Alter kann man denen ja auch sagen, ja, entweder du hilfst halt oder du spielst halt was. Muss ja nicht helfen, wenn du nicht willst. Und dann oftmals finden die das ganz geil, zu helfen. Es ist oftmals auch keine große Hilfe. Aber zumindest muss man seinen wohlverdienten Feierabend nicht dafür aufopfern, das hier auszumisten. Das gucken wir uns jetzt an. Turn around. Mein Gott, das sieht immer noch richtig scheiße aus. Warte, ich muss noch mal kurz aufräumen. Moment. Also es sieht hier immer noch unordentlich auf Kamera aus, aber es ist eigentlich echt ordentlich. Das ist eine optische Täuschung. Aber guckt mal, jetzt die Seite zum Beispiel. Es ist doch schick. Schick her. Ich habe sogar teilweise gelabelt, aber nur teilweise. Hunde, Kinder, Haut. Guck mal, hier wurde gelabelt. Das. Und dann hier drunter den Thermomix und die KitchenAid. Die KitchenAid haben wir meiner Mama eine Zeit lang ausgeliehen gehabt. Jetzt haben wir sie wieder zurück. Den Thermomix hatten wir auch eine lange Zeit ausgeliehen, haben den auch zurück. Benutzen wir schon okay oft, würde ich jetzt sagen. Also ich habe den dann doch irgendwann vermisst. Dann das ist so meine Dekokiste. Da ist jetzt so Weihnachtsverpackung und Deko drin. Drunter ist so Deko, die jetzt eher sommerlicher ist. Da steht drauf, was es ist. Hier sind alles so Koro-Nachschubsachen. Da wird die Wäsche unten einsortiert. Und das ist alles noch Geschenke, die verpackt werden müssen, geschenkt werden. Das Hundefutter von Clarissa, das ist eigentlich dann hier unter der Spüle. Wir haben eine zweite Spüle, natürlich haben wir das. Das kommt dann noch da rein, aber es ist sehr schwer. Das möchte ich nicht machen. Wir benutzen übrigens dieses Vec-Dog, glaube ich. Nee, Vegan for Dogs. Clarissa, du benutzt Vegan for Dogs. Hi, Bibi. Schick und Kelles. Das ist, glaube ich, übrigens mein Lieblingsschrank, weil da ist sowas mit Vorräten und hier drunter auch. Ist das nicht genial? Und dann hier noch Altglas, Pfand und random Stuff. Ja, also ich finde, ich bin echt stolz auf uns und es sieht besser aus als vorher, oder? Zumindest ist der Boden frei. Das ist schon mal ein Upgrade. Mit Geschenken ist es übrigens so, dass wir in der Familie fast mit allen ausgemacht haben, dass es keine Geschenke gibt, nur für die Kinder. Und fast manchmal meine Mutter nicht. Meine Mutter will immer was schenken und auch geschenkt bekommen. Na, ich finde das auch in Ordnung, neue Traditionen einzuführen und das neu für sich zu definieren. Aber ich will irgendwie auch meine Mutter respektieren in dem, was sie möchte. Und ich glaube, es geht dann auch eher so um die Geste. Also ich wünsche mir zum Beispiel eigentlich jedes Jahr von ihr ein Parfüm, weil
nicht, ich finde es einfach schön. Also ich suche, sage auch immer, welches ich genau möchte. Dann ist es auch was ich wirklich jeden Tag benutze, mich jeden Tag dran freue. Und sie hat sich jetzt auch so einen Rucksack gewünscht. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz süß, wenn man so eine Sache hat, die man auch wirklich braucht, die man wirklich gut findet. Und da macht man sich dann gegenseitig so eine Freude. Als wenn dann irgendwas Randommäßiges kommt und man dann so tun muss, als würde man sich drüber freuen. Ja, deswegen hoffe ich, dass sich sonst alle dran halten, dass es nichts gibt. Ihr habt gesehen, die hat diese Geschenkebox da hinten. Das ist tatsächlich auch von Kooperationen und sowas. Da haben sich ein paar Sachen angesammelt und das fühlt sich natürlich irgendwie falsch an, die dann so zu verschenken, weil ich die umsonst bekommen habe. Aber ich glaube, ich würde so machen, dass ich einfach, ich habe da noch mehr Sachen auch aus dem HBR ausgemistet und werde das mal irgendwie, also ich finde so ganz unbenutzte Sachen, die kann man auf jeden Fall auch verschenken. Da habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht, dass ich vielleicht mit den MitarbeiterInnen, dass wir da so eine Verlosung machen oder so. Schreib mir ein Kommi. Nein, dass ich quasi so ein paar Sachen raussuche und dann können die Lose ziehen und dann was gewinnen oder so. Und dann hat jeder was anderes Kleines, weil das sind schon ganz coole Sachen. Das sind ganz coole Bücher. Ich habe auch noch Vasen im Büro und so. Deswegen, ja. Carlo, kannst mir ja mal sagen, wie du das findest. Und sonst tatsächlich mit meinem Partner, wir schenken uns nichts, aber das klingt jetzt so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht so tun, als wären wir so, wir sind schon ein Konsumopfer teilweise, deswegen will ich nicht so tun, als wären wir es nicht. Also wir kaufen uns einfach unterm Jahr schon genug Stuff, wie zum Beispiel vor einem Monat haben wir jetzt halt neue Töpfe geholt und haben gesagt, ja, das ist dann so ein inoffizielles Weihnachtsgeschenk, was wir jetzt trotzdem jetzt schon benutzen, weil wir die Töpfe benutzen wollen, aber dann gibt es halt jetzt an Weihnachten nichts nochmal extra. Ich muss sie nochmal fragen, ob wir da jetzt dabei bleiben, weil wir hatten mal kurz überlegt, ob wir doch was schenken, aber ich habe jetzt nichts. Oh. Und für unsere Tochter gibt es dieses Jahr basically nur eine Erweiterung von ihrem Zimmer. Also ich hatte das schon mal geteilt hier, dass ich auf Pinterest sowas gesehen habe. Das können wir ja hier mal einblenden. Da so eine Erhöhung im Zimmer und das wollten wir eigentlich zum Einzug fertig haben, dann zu ihrem Geburtstag. Aber wir sind nicht dazu gekommen und jetzt wird es hoffentlich diese Woche zu Weihnachten dann fertig. Und dann hat sie quasi das von uns als Geschenk, was glaube ich schon mehr als genug auf jeden Fall ist. Und dann kommen ja noch Omas und Opas, die was schenken. Die Zeit ist eh super aufregend, weil am meisten freut sie sich über Schokolade, sind wir mal ehrlich. Oder Mayo. Gestern hat sie ihre Gurke und ihren Apfel in Mayo gedippt. Das war spannend. Ganz die Mama. Und dann gibt es noch eine Baustelle bei uns zu Hause, die wollte ich euch auch noch zeigen. Ich filme das mal mit dem Weitwinkel. Dadurch sieht es jetzt noch größer aus, als es wirklich ist. Aber es ist trotzdem ein riesiger Raum, der aktuell Temptation Island ist, aka Barbie Land. Und so richtig, also eigentlich wollten wir hier mal ein Home Gym machen. Dann haben wir uns doch in einem Fitnessstudio angemeldet. Und jetzt haben wir einen riesigen Spiegel hier. Aber das ist auch gut, da kann meine Mutter bald meiner Tochter Ballettunterricht geben. Und sonst ist das halt hier eine Couch. Die ist übrigens sehr, sehr, sehr bequem. Ich glaube, das ist eine Bolia Couch. Die war im Angebot. Sowieso bei Bolia immer nur kaufen, weil was im Angebot ist. Wenn man die auszieht, hat die echt eine sehr, sehr, sehr bequeme Liegefläche. Was ja bei Schlafcouchen nicht immer der Fall ist. Quasi wenn Gäste kommen, wird das hier benutzt. Ich hatte ja auch eine Kooperation mit Sonos, deswegen haben wir jetzt noch eine Arc übrig. Ich weiß, es ist ziemlich crazy zu sagen, man hat die übrig, aber wir haben die übrig, weil wir auch überlegt hatten, ob man nicht hier eine Leinwand dann vormacht und einen Beamer. Aber ganz ehrlich, als ob wir dann extra hierher gehen, um was zu gucken, wenn wir 10 Schritte in die Richtung machen. Es ist absolutes Luxusproblem. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, aber wir haben jetzt halt diesen Raum und so richtig weiß ich nicht, was hier passiert. Also irgendwie soll auf jeden Fall ein Gästeraum bleiben. Ich glaube, ich hätte gerne auch noch eine Arbeitsarea, also irgendwo, wo ich am Laptop sitzen kann. Vielleicht muss ich mir auch gucken, dass ich hier irgendwie gutes Licht reinkriege, dass ich auch zum Beispiel Stories und so aufnehmen kann. Hier ist schon sowas angedacht, aber so richtig, es ist schwierig, Leute. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was man hier alles noch machen kann, was irgendwie sinnvoll wäre. Schreibt es mir sehr, sehr gerne. Und das Peloton, das steht jetzt vorerst hier unter der Treppe. Ich habe auch mal überlegt, das ins Büro zu bringen, ob es da wohl öfter genutzt wird. Ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance, dass wenn mein Bein verheilt ist, dass ich das vielleicht öfter mache. Aber ja, also das wird ausgemistet. Das kommt dann weg. Peloton bleibt erstmal. Aber ich finde, das sieht irgendwie zu der Treppe, passt das ganz gut. Komisch, oder? Also ja, basically ist die Frage, wie mache ich aus einem Gästezimmer ein Multi-Purpose Room, dass es gleichzeitig ein Arbeitszimmer ist, aber auch sich GästInnen dort wohlfühlen und irgendwie vielleicht auch ein Spiele-Ding. Ich habe auch überlegt, ob ich so ein Spielesofa für meine Tochter da noch kaufe, wo man das so zu Höhlen und so bauen kann.
Ja, ey Leute, es ist so schwer, in einem Haus zu leben mit einem Zimmer, was man nicht weiß, was man mitmachen soll. Aber ja, ich freue mich sehr, Weihnachten dieses Jahr zum ersten Mal hier zu feiern, Gäste hier zu haben und bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird nicht zu stressig und the introvert me hat genug Zeit, die Batterien zwischendrin wieder aufzuladen, weil ja, ich finde sowas immer schon sehr, sehr anstrengend, aber ich freue mich drauf und wünsche euch ganz, ganz tolle Feiertage, dass ihr euch schön entspannt, schön den Bauch vollschlemmt, das große Finale von Bachelor in Paradise kommt ja noch und dann habe ich noch ein Meme-Video für euch vorbereitet und einen Jahresrückblick, also es bleibt spannend. Bis bald.